Meine dringendste Aufgabe ist jetzt, den britischen Bürgern aus der Karibik, der sogenannten Windrush-Generation, zu helfen. Es muss sichergestellt sein, dass sie mit dem Anstand und der Fairness behandelt werden, die sie verdienen. Ich denke, das wollen die Leute jetzt sehen. Großbritanniens Oppositionsführer Jeremy Corbyn begrüßte den Rücktritt von Amber Rudd. Den Ursprung dieser verfehlten Politik sieht er allerdings bei der damals verantwortlichen Innenministerin, die heutige Premierministerin Theresa May. Sie führte den Vorsitz bei der Schaffung dieser unfreundlichen Regelung. Sie ist diejenige, die die Werbetrommel dafür in London und anderswo gerührt hat. Darüber sollte sie ein wenig nachdenken. Sie hat sich bei der Windrush-Generation entschuldigt, aber als Premierministerin muss sie jetzt schnell für Entschädigung und Anerkennung sorgen. Und jeder, der zu Unrecht ausgewiesen wurde, muss sofort auf Staatskosten zurückkehren können. In der EU wächst die Sorge über die britische Einwanderungspolitik nach dem Brexit.